Passt noch was rein. Ja, zunächst nach Tuttlingen. Ne, hier müssen wir nochmal von vorne machen. Okay, das noch. So, es ist Freitag Spätnachmittag. Und wie ist der Plan? Genau, wir fahren jetzt gleich los, nach weit zu Thüringen, wo wir einkaufen. In Deutschland, okay. Genau, fahren dann weiter bei Tuttlingen. Wir wollen nicht über Zürich nach Salzburg fahren. Nee, das deswegen war das nehmen wir Desaster. Den Schwarzwald ein bisschen. Dann fahren wir über Tuttlingen quasi weiter und dann, wenn alles so das Plan verläuft, dann landen wir heute Abend am Tegernsee, das ist in Bayern. Und da nächtigen wir dann. Morgen früh drehen wir eine Geogassi-Runde mit unserem Samson. Mhm. Und dann sind wir morgen Nachmittag ja bei den Welpen und schauen uns die mal an. Ja, gucken uns mal die Langohren an. Ja, genau. So lang sind die Ohren noch gar nicht, sind noch klein. So. Die zukünftigen Langohren. Mhm. Wie lange werden wir etwa brauchen heute? Fahrzeit? Gehofft, wenn wir nicht so viel Stau haben? Ja, gehofft sind 6 Stunden. Okay, und in Wirklichkeit dann wohl 8. Ja, wenn wir gewahr. Also los. Also los. Genau. Also los. Motor an. Und los. Es wurden leider 7,5 Stunden Fahrzeit. Wir standen so schief wie nie zuvor für eine Übernachtung. Die Jacke sieht man nur, weil Arno extrem schief steht. Normalerweise sieht man die überhaupt nicht dort hängen. Schiefen guten Morgen. Ich hatte das Gefühl, im Stehen geschlafen zu haben. Mir taten sogar ein wenig die Knie weh. Es gab jedoch keine Beulen im Fußbereich von Arno. Und los geht's, auf zur Geocaching-Runde. Ein Cachefund, natürlich durch Samson. Auf diesem Teil der Strecke war es recht hügelig und auch recht neblig. Eine nette Kettensägenkunst in Form einer Kette. Ich glaube, der Quill ist hier. Na, jetzt aber schnell am gefährlichen Hund vorbei.
rollt immer wieder zurück. Supi. Ich hab's gesehen, kannst gleich zur Frau hinbringen. Gute 3 Stunden Geogassi und fast 10 Kilometer. Jetzt wird's Zeit für Welpen. Hier verbringen die Kleinen ihre ersten Lebenswochen. Macht ein Welpe auf dem Arm glücklich? Sieht fast so aus. Mama hat die Kleinen gut im Blick. Da es draußen ein wenig anfing zu regnen, haben wir die Kleinen und die Kissen wieder reingeholt. Doppelter Rückenwurf und weil es so schön war, das Ganze nochmal in Zeitlupe. Was ist? Beide nach hinten weggefallen. Ach, heute war das noch. Müssen wir das noch üben, ne? Ja, sind Sie, wenn Sie sagt, jetzt nicht mehr? Jolly Goodfellow mit der weißen Schulter, den Uta gerade streichelt, hält sich auffällig viel bei ihr in der Nähe auf, während Jack Sparrow ganz genüsslich an ihrer Hose knabbert. Die Mama schaut auch mal wieder nach dem Rechten und fragt sich langsam, ob sie den Neuankömmling im grünen T-Shirt adoptieren muss. Auch die Großen wollen mal kuscheln. Das war ja also unser erster sehr guter Live-Eindruck. In 2 Wochen kommen wir wieder und dann wird's alles ein wenig konkreter. Auf dem nahen Stellplatz hielten wir Ausschau nach einem bestimmten Mirage-Wohnmobil. Das war aber nicht da, also ging schon mal einige Kilometer Richtung Heimat. Gute Nacht auf dem Wanderparkplatz. Guten Morgen auf dem Wanderparkplatz. Wo kommen die ganzen Autos her? Und los geht's auf eine neue Geocaching-Runde.
Hier gab es sogar noch ordentlich Schneereste. Erst trafen wir im Vorbeigehen auf einen Ayo-Setter und später auf ein Pärchen mit einem Shiba Inu. Er war Naturfotograf, der Hund hat den GPS-Tracker. Na, wenn das nicht genug Gesprächsstoff gab für knapp 2 Stunden. Wieder der Irish Setter und dazu ein angeleinter Yorkshire Terrier. Die Caches waren hier recht liebevoll gebastelt. Da sah dann der eine aus wie ein Käfer, der nächste wie ein Schmetterling oder aber auch wie ein Vogel. Dankeschön. Sehr schön. Nach den ganzen Staus wollte ich mal ein bisschen Abwechslung. Und so kam ich dann auf die Idee, dass wir einfach mal die Bodenseefähre nutzen. Dieses Wochenende hatten wir 17,5 Stunden Fahrzeit. Das langt normalerweise für 4 Wochenenden. Gut, danke fürs Gucken und bis zum nächsten Mal. Da geht's in Schwarzwald.